Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Falls es ein bisschen halt, ja, ich stehe hier in einer Garage und wenn man hier rundherum guckt, tja, kein Bulli da, denn der Bulli, der steht da und ja, wir wollen heute hier ein bisschen was machen. Was genau, erzählen wir euch nach dem Intro. Wir haben heute Ostersamstag, ja, und was soll man sagen? Tja, wir stehen hier vor der Garage, wie alle anderen sind wir natürlich nicht unterwegs, weil ist halt nicht, ne? Aber es wird Zeit, dass wir unser Auto ein bisschen vorbereiten. Wir haben nämlich heute, waren wir einkaufen und haben mitbekommen, oh, steht ja noch auf Winterzeit, da sieht ja mal, wie lange der Wagen nicht mehr gelaufen ist. Ja, was machen wir als erstes? Wischwasser nachfüllen. Haben wir nämlich kein Wischwasser mehr, das machen wir jetzt, beziehungsweise das macht der da. Und ja, dann sind wir mal gespannt, was wir noch so alles machen müssen, ne? Ja, schauen wir mal. Ne? Ein paar Sachen liegen noch an, um den wieder Corona oder nach Corona-Zeit fit zu machen. In der Zeit, wo sich Stefan höchst konzentriert, wie gesagt, wir machen da jetzt Scheibenreiniger rein, hat zwar Frostschutz, wobei man muss ja immer noch sagen, eigentlich immer von O bis O, ne? Also dementsprechend müsst ihr euch jetzt keine Gedanken machen, dass wir das auch nicht mehr, soll immer so halten, nicht von unten füllen, das ist immer so schlecht. Es ist ja nicht viel Frostschutz. Aber wenigstens ein bisschen, falls da noch was kommen sollte. Das wird natürlich jetzt noch mit Wasser nachgefüllt und das ist so, ja, könnte man ja mal wieder machen, ne? Blub, 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 blub. Spannende Szene. Habt ihr wahrscheinlich noch nie in eurem Leben gesehen, bei uns zum allerersten Mal, wie man Wasser in ein Rohr reinfüllt. Und ja, ist aber notwendig. Und ja, und wie gesagt, das ist jetzt wirklich das Einfachste gewesen, was wir jetzt gemacht haben. Das Hauptthema, ja, das ist hinten drinne und das zeige ich euch jetzt gleich mal. Das eigentliche Video, was wir heute mal so kurz drehen, ja, das sind ja alles so self-made und kurze Videos, damit wir euch überhaupt ein bisschen was zeigen können und wir auch ein bisschen was zu tun haben, weil wie gesagt, 4 Tage frei und dann ist nichts da, ist ganz schlecht. Es geht um diese Box, die soll nämlich befüllt werden. Was das genau für eine Box ist, ja, die, das wird euch Stefan nämlich jetzt sagen, weil der ist der Technikmann. Ich kann euch von einer Box erzählen. Sie ist schön, sie ist gelb, sie ist weiß. Mehr kann ich dazu nicht sagen, was das genau ist. Das sagt euch jetzt Stefan. Ja, also soll ich jetzt erzählen, was wir da mit der Box vorhaben? Na gut, also wir werden jetzt zusehen, dass wir in diese Box eine Batterie kriegen. Wir haben ja noch eine zweite Batterie, die steht hier unten. Das Ganze ist eine, ja, keine Gelbatterie, sondern eine Säurebatterie und damit die dementsprechend nicht auslaufen kann, damit dort, ich sag mal, keine Verunreinigung oder irgendwas auch passieren, werden wir die in diese Box stellen und die dementsprechend wieder anschließen. Wir hatten ja schon eine Batterie dort drinne, nachdem wir diese ganze Sache hier ausgebaut haben, haben wir gesagt, naja, wir probieren es erstmal ohne und haben leider festgestellt, doch nicht ganz so gut, mit einer zweiten Aufbaubatterie macht das mehr Sinn und ja, funktioniert dann auch wieder besser. Oder wir halten länger durch, sagen wir es mal so. Brauchen in der Nacht auch nicht frieren. Nun ja, da ich die Box zu Corona-Zeiten bzw. sowieso im Internet hätte bestellt, weil im Laden habe ich sowas leider nicht gefunden, wollen wir erstmal gucken, ob die überhaupt passt, ne? Ja, sieht gut aus. Ein paar zu beiden Seiten ein bisschen Luft, also das heißt, dann ist auch ein bisschen Luft da drin oder das ist ganz gut. Sieht gut aus, dann werden wir mal gucken, ob das auch ins Auto passt. Hier drunter sitzt normalerweise die Batterie, da wollen wir sie wieder hinhaben. Dazu müssen wir aber erstmal das Fach ausräumen, weil es ist nämlich noch voll. Klopapier, ne, für die Leute, die jetzt kein Klopapier mehr haben. Wir haben noch welches. Heißt aber nicht, dass ihr hier einbrechen könnt, nee, nee, nee. Es gibt wieder genug Klopapier überall zu kaufen. Und wir haben auch nicht gehamstert. Das ist schon einige Zeit alt. Ich würde sagen, vor dem letzten Sommerurlaub bestimmt. Hält lange bei uns. Du hast das gerade hochgezeigt. Wie viele Rollen waren das? Eine. Eine. Wir hamstern genau eine Rolle. Also. So, dann muss ich jetzt schrauben.
Hast du eine Schraube, oder? Nee, noch nicht. Nee, dafür brauche ich Werkzeug. Na dann. So, Stefan schraubt also in der Zeit. Das werden wir euch jetzt mal nicht zeigen, weil da haben wir schon den einen Hinweis bekommen. Auch zeigt doch nicht immer, wie einer schraubt. Ne, machen wir dann auch diesmal nicht. Beziehungsweise ich zeige euch im Ganzen und laber einfach dummes Zeug in der Zeit. Ja, wie gesagt, es wird spannend. Es ist sehr eng dort in dem Bereich. Wir müssen echt gucken, wie wir das da alles hinkriegen, weil wir haben ja jetzt ein bisschen mehr Platz, was wir wegnehmen müssen. Aber wir hoffen trotzdem, dass es funktioniert. Und sollte es nicht funktionieren, seid ihr dabei und bekommt mit, ob wir Scheiße gebaut haben. Scheiße gebaut haben, hätte ich jetzt nicht gesagt, sondern eher, wir haben dieses Fach ursprünglich für nur die Batterie gebaut und nicht mit einem, ja, Kasten. Und so wirklich Kästen kriegt man für diese riesen Batterien eigentlich nicht. Und ja, dadurch mussten wir die Nummer größer nehmen und die ist natürlich ein bisschen länger. Also schauen wir mal. Nun ja, zu jeder Umkonstruktion oder beziehungsweise zu jedem Neubau oder was auch immer, zumindest Erweiterung, gibt es natürlich eine Umkonstruktion, muss es ja geben. Was wir festgestellt haben, die beiden Griffe, die an den Seiten sind, die habe ich fachgerecht abmontiert, also sprich mit dem Cuttermesser. Und ja, jetzt haben wir den Kasten hier mal reingehalten. An sich würde er passen, wenn man nicht hier unten einmal das, den Holzrahmen hier hätten. Und wenn wir nicht die 12 Volt Steckdose da haben. Ja, was haben wir uns gedacht? Wir werden jetzt diesen ganz unteren Rahmen, den Holzrahmen, nach unten versetzen. Dann kommen wir die ganze Geschichte ein bisschen weiter runter und sind auch unter der 12 Volt Dose. Also sollte es eigentlich gar kein Problem geben, das dann an diese Position dann festzuschrauben. Die Frage ist nur dann, wie viel wird es weniger von unserem Fach? Aber das sehen wir gleich. So, unsere Tüftelaktion hatte Erfolg gehabt. Batterie ist wieder verbaut. Wir haben die Kiste jetzt. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Wir haben hier das Holz ganz gut nach unten bringen können. Also das hat geklappt, auch wenn es jetzt schräg ist, aber das ist nicht schlimm. Es kommt hier hinterher eh jetzt noch das Brett. Das wird jetzt als nächstes dort verbaut. Und dann gucken wir mal. Also die Batterie ist jetzt schon am Laden, weil wir haben jetzt, heute ist ein sonniger Tag. Das heißt, Sonne kommt von oben. Und macht natürlich dann dementsprechend auch die Batterien wieder voll. Aktuell glaube ich mit einer Ladung, was hast du gerade gesagt, von 1,6 bis 1,8 oder sowas Ampere. Also das reicht zumindest als Ladung aus den Wolken oder vom Himmel runter. Genau, was machen wir jetzt? Wir bauen das Brett jetzt hier wieder vor, das große. Schauen mal, dass wir so wenig wie möglich an Platzverlust hier haben, dass wir doch noch ein bisschen Klamotten und so weiter mitnehmen können. Und dann schrauben wir die Sicherung hier wieder an. Das ist die Sicherung für die Batterie. Also falls hier irgendwo was durchscheppert oder sowas oder irgendwo einen Kurzschluss geben wird, sollte natürlich nicht passieren. Aber falls es passieren sollte, dann haben wir unsere Sicherung und die fliegt dann auch dementsprechend raus. Das gleiche ist auf der anderen Batterie auch nochmal. So, wie ihr seht, ist da alles wieder zu. Das heißt, Strom läuft wieder. Und wenn wir schon mal dabei sind, wie gesagt, da liegt ja noch so viel Mist rum, holt Stefan jetzt ganz einfach mal die Mülltonne, dass wir das sauber wegkriegen. Und ja, danach erzählt Stefan nochmal explizit, wie das mit dem Strom abgelaufen ist. Und tja, aber erstmal. Soweit gut. Aber erstmal machen wir den Müll weg, denn das muss auch mal nebenbei gemacht werden. Nach der Sauberaktion kommen wir nochmal kurz zum Eigentlichen, was wir in diesem Video euch zeigen wollten, wegen der Batterienachrüstung, der Zweitbatterie oder Zweitaufbaubatterienachrüstung. Wir haben jetzt hier die ganzen Klappen und so weiter alle wieder verbaut, haben die Holzer wieder reingebaut, hier unten das Brett wieder auf die Batterie drauf und darunter befindet sich dann der Batteriekasten, falls dort doch was auslaufen sollte, dann bleibt das zumindest in diesem Batteriekasten drin. Der ist dementsprechend für Säure beständig, also der ist aus dem Kunststoff, dass Säure beständig ist. Und was wir jetzt festgestellt haben, so viel Platz haben wir dadurch gar nicht verloren, also das geht alles, ist vollkommen in Ordnung. So, das soll es jetzt auch wieder gewesen sein von diesem Video. Wie gesagt, wir haben ein bisschen sauber gemacht, wir haben halt die Corona-Osterzeit ein bisschen
ausgenutzt, wenn das Auto schon nicht fahren kann, wenigstens wieder Batterie drinne. Das heißt, die Fahrten im Winter, weil vorher wird das mit Fahrten momentan nichts, wobei ich hoffe auf bessere Zeiten, ist auf jeden Fall gesichert. Und jetzt würde ich mal behaupten, wünschen wir euch, ja, Osterfest ist jetzt schon vorbei, das lohnt sich nicht mehr. Auf jeden Fall bleibt gesund, das kann man immer wünschen. Und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video hier auf unserem Kanal Kreuzfahrtbulli. Ciao, ciao. Tschö.